Und so springen wir direkt rein ins Stadion von Oldenburg. Ach, wie herrlich die dritte Liga ist. Heute mit einer Schiedsrichterin. Und einen gut gelaunten Stürmer von Oldenburg. Hasenhüttl hat im letzten Spiel zweimal getroffen. Hier sehen wir nochmal schnell die Tabelle. Wir sind Siebter, die sind Neunter. Und was unten passiert ist, interessiert uns nicht. Wir gucken nach, ganz klar nach oben. Ist das logisch. Da sehen wir unseren guten Freund Angelo Stiller. Neben sehen wir, habe ich vergessen. Wir haben heute drei Änderungen in der Startelf. Einen darf Rothe in der Innenverteidigung ran. Zivea spielt im Mittelfeld für Nürnberger. Und Bischof ist auf der 10, ein Nachwuchsspieler von Hoffenheim. Das sind die Spieler, die ich schnell wachsen sehe. Deswegen kriegen die auch viel Spielpraxis, auch wenn die natürlich erstmal nominell schwächer sind. Mein absoluter Lieblingsspieler im Moment ist ja hier der gute Sevilla. Hier sind wir ihn. Ball vertendet. Nee, schafft er. Der mich überrascht hat, einfach durch seine Präsenz auf dem Platz. Ist, wenn du Spieler bei FIFA hast, wo du das Gefühl hast, ja, der tut das, was du von ihm willst. So viel Pässe wie der da. Macht es auch Spaß, mit denen zu spielen. Sollte jetzt mal der Innenverteidiger. Oh, ha! Tag Oldenburg. Der Hasenhüttl schon wieder. Ah, da gut gespielt. Also, erstmal sind die mir weggerannt. Das wollte ich irgendwie vermeiden. Ich habe ja so ein bisschen auf die Abwehr zurückgezogen und mehr auf Konter gesetzt. Aber das haben die jetzt ganz klar gegen mich verwendet. Schön schwer gespielt und dann zieht der da ab. Schon steht es 1:0. Ich mich auch freuen als Oldenburg-Fan. Sehen, ob wir da wieder rauskommen aus der Nummer. Okay. Ich habe mich erstmal eingelabert, bevor ich mich eingespielt habe. So. Bin mir auch immer noch nicht so sicher, ob ich mit den Flügelspielern so viel Spaß habe, wenn die da vorne rumstehen, aber auf der anderen Seite kann ich natürlich gut schicken. Ganz schnell. Ah, jetzt spielt ihn da zu weit zurück. Ich habe ihn eigentlich ganz woanders gesehen. Oh, wo ist die Hacken? Halt, jetzt hebt doch nicht den Arm da doof rum. Ich lauf doch zum Ball, was machst du? Oldenburg. Relativ ballsicher hier. Mit schnellen Pässen, das bringt mich immer. Will dir. Ich habe das Gefühl, meine Spieler sind noch nicht so ganz ballsicher. Schon über noch einmal drüber. Dann spielen einen blöden Pass. Aber der war nicht schlecht. Ah, da kam der Gegner dran. Stiller holt sich den. Den holt es sich. Jetzt sind wir schon wieder Nummer 3. Ja, das Tor haben wir jetzt gesehen. Fault worden.
meine Spieler eiern schon wieder rum. Ich weiß nicht. Lauf, mein Freund. Amin. Schnell. Da hat er das Bein lang. Aber auch ein schlechter Pass, ehrlicherweise. Manchmal wieder zu viel Hacke, Spitze im Spiel. Und jetzt? Irgendwie an vorderste Front gespielt und jetzt wird wieder gekontert, aber da kommt keiner mit. Ich verliere dann da den Ball wieder. Kann ich aber auch einfach nur dumm da reinrennen und denke, oh, wird schon gehen. Da hatte der seine Fußspitze dran. Rote läuft wieder im Kreis. Rote ist der mit den grünen Schuhen. Frank ist der mit den blauen Schuhen. Ja, der war schnell durchgespielt. Kommt da ran. Wäre da Platz gewesen, um in die Mitte zu spielen? Ja, im richtigen Moment. Ein bisschen Glück. Ach nee, war der erste Pass schon zum falschen Spieler und dann war der zweite Pass totale Grütze. Aber jetzt? Da nicht durch. Pfeiffer dreht sich mal wieder im Kreis. Der auch nicht, aber kommt an. Lauf bei Jungs, stiller. Postli. Einer frei und dann ist schon Halbzeit. Naja, gut, 1:0 war keine Glanzleistung von Ingolstadt. Coco, nicht viel los, ja, das ist schon. Hilft jetzt nicht viel. Wir gucken mal gerade, was die Leistung so sagt. Franke, Mokoko, Pfeiffer, ja, es ist alles eher unterdurchschnittlich. Sollen wir es weiter so probieren oder sollen wir ein bisschen die Mannschaft stärken, indem wir die Jungen wieder rausnehmen? Ich werde mal dem Blech eine Chance geben. Ich weiß, dass der schnell ist. Und zwar Tempo 80. Nee, warte, was hat er? Tempo 80. Der Appelkampf war gut in Form, da muss der Bischof jetzt leider weichen. Ich hätte ihm gerne mehr Spielzeit gegeben, aber da ist mir der Sieg jetzt lieber. Leider da weiter, wo sie aufgehört haben, mit Ballbesitz. Nicht mit Fehlpässen. Ich weiß nicht, ich glaube, meine 90% als Quote habe ich heute bei weitem nicht erreicht. Der durchgekommen. Hätte es auch gut sein können, dass der dann mit der richtigen Annahme relativ direkt frei vors Tor bringt. Das ist, glaube ich, der Franke. Der übrigens in seinem letzten Vertragsjahr ist. Schon gebeten hat, ob ich da verlängern darf. Ich bin dafür, aber um sowas kümmere ich mich tatsächlich dann erst zur Winterpause.
wieder ein Fehlpass. Aber der war zu harmlos. Das dürfte eine gelbe Karte werden. Mein guten Freund Sivea. Mit coolen Haaren. Also seit FIFA 23. Das ist mit den Haaren wirklich sehr, ganz hervorragend. Sollte da auch nicht hingehen, aber ich habe ja Glück. Einfach mal. Coco. Ja, gut geblockt. Es war auch eine Flanke der Ideenlosigkeit, habe ich. Einfach mal gedrückt. Weiter Einwurf und jetzt muss er den schnell da durchspielen. Schuss gehalten. Appelkamp. Hab schon Dampf. Jetzt mit den Ecken. Keine Ahnung, was da gut funktioniert. Wir machen rein. Und schon wieder geblockt. Ist der frei? Ein Abseits. Da kommt die Flanke. Geblockt. Nochmal eine Chance. Nein. Hey, da bin ich schon wieder umgerannt worden. Schiri. Jetzt kommt der Sechser nicht hinterher und die Viererkette fängt an, Hühnerhaufen zu spielen. Hammer, Hammer. Und da ist einer frei. Lauf, mein Freund. Lauf, mein Freund. Schöner Pass. Ah, zu weit vorgelegt, zu weit rausgetrieben und dann mal abschließen. Aber schön zurück. Kostli. So, wir bleiben am Ball. So, ein bisschen glücklich, aber da unten steht er frei. Weiter geht's. Coco, der war nicht im Abseits. Jetzt steht er frei. Hestroth haut ihn rein. Sehr schön gespielt. 70. Minute 1:1. Herzlichen Dank. Seid wieder dabei. Auch ein interessantes Trikot, gar kein Sponsor drauf. Wenn wir die Wiederholung sehen, könnten wir wechseln wollen. Wir gucken mal lieber, ob wir dem Semic jetzt eine Chance geben. Ich meine, es steht nur 1:1. Aber das machen wir. Man muss ja auch nicht immer alle 5 Wechsel ausführen. Ne? Früher hatten wir auch nur 3. Minuten noch. Sollten wir damit jetzt schon zufrieden sein oder schaffen wir tatsächlich was? Ja, mal gucken, hat keinen zum Mittler gelaufen ist. Sollte tatsächlich eine Flanke oben auf dem Flügel sein, die überhaupt kein bisschen, auch nur ansatzweise lang genug war. Und abseits, Leute. So, jetzt nochmal mit Platz. Kommt keiner mit. Muss er abbrechen. Also ich schwöre euch, manchmal hast du Tage, da laufen die Spieler rund, da haben die Ballkontrolle, da gewinnen die Zweikämpfe und manchmal hast du Tage, da passiert sowas. Nehmen wir mit. Geht er. Nein! Unten, sag ich. Das war ganz klar überhaupt kein bisschen der Pass, den ich spielen wollte. Zack. Um. Ich will jetzt nicht hier noch kurz vor Schluss Tor kassieren. Im Gegenteil. Ich
immer noch im Sieg und gibt Gas. Hauen mich davon hin. Schiri, der hatte schon gelb. War nicht Krasniqi bei mir vor? Komm, jetzt ein paar Minuten Nürnberger noch rein. Böckchen hat Pause gespielt. Stehen doch alle beim Klump. Was soll denn? Oh, Nürnberger, guck mal da. Nein! Ah. Pfeiffer, lauf nicht so doof durch die Gegend wie auf dem Mann. Also wie die teilweise nicht zielgerichtet laufen, das geht am Sack. Ach nö. 89. Minute. Ich war in Gedanken schon am Ende vom Spiel. Ja, den wechsle ich jetzt nicht mehr ein. Ja, da würde ich auch ausrasten. So ein Ärger. Kurz vor Schluss fange ich mir da noch ein. Muss man vielleicht auch mal genügsam sein, ne? Und sagen, 89 Minute, 1:1. Nein, Mann, nimm doch den Ball einfach an, statt da so rumzuäumeln. Ach, jetzt ist die Zeit schon abgelaufen. Ich habe keine Chance mehr gehabt. Dreht schon noch einen um. Der kommt da durch. Torwart patscht auch nur noch mit der Pfote. Es gibt sogar noch eine Ecke. Zeit drüber. Komm, mach weg den Kack, ey. Mann, schon wieder eine Niederlage. Keks, aber ganz ehrlich. War noch stärker als wir. Also, nächste Niederlage. Da merkt man, dass man sich auf so einem Sieg nicht ausruhen darf. Das bringt uns nicht wirklich weiter nach oben in der Tabelle. Ja, vor dem wurde mir vorher ich vorher gewarnt und jetzt hat er wieder zweimal getroffen. Freut mich für ihn, aber für mich ist das so geil. Ja, direkt vom Anstoß an hat Oldenburg da echt Dampf gemacht. Ich kam gar nicht hinterher. Und dann der schöne Pass. Dann ist der Hasenhüttl von denen natürlich gerade in guter Form und trifft den. Während wir noch geguckt haben, ob unsere Schnürsenkel alle zu sind. Wenn wir mal vors Tor kommen, dann irgendwie uneffektiv. Nee, heute im Spiel war so ein bisschen der Wurm drin. Die spielen voller Einsatz, voller Leidenschaft. Die haben sie gut gemacht, kann man nicht sagen. Es hätte alles so schön sein können, ne? Wenn wir hier anfangen, Gas zu geben, aber entweder der Torwart steht im Weg. Das droht mit dem Ausgleich, hat er gut. Nächstes fieses Foul. Nächste gelbe Karte. Ja, am Ende bist du nicht vom Platz geflogen. Hast du gewonnen, hast alles richtig gemacht. Du kannst auch eine Grätsche auspacken. Das war die 90. Minute. Die 89. Minute. Dann steht der frei vom Tor und schießt ihn da rein. Ja,
Das ist nicht mein Tag. Prozent Ballbesitz für uns. 5 zu 6 Schüsse. Ah, ausgeglichen. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Es sah ganz nach einem Unentschieden aus, aber dann haben wir das späte Gegentor passiert. Kassiert. Das war Pech, nee. Die waren dann doch besser. Einfach energischer, ne? Zwei Spiele, kein Sieg. Ja, kannst mich mal, weil das letzte Spiel habe ich gewonnen. Ist Oldenburg eine bessere Mannschaft? Er wird daraus lernen. Ey, macht das nicht, dass ihr alles, was mal funktioniert hat, irgendwie verkommen lasst. Es gibt noch was zu verbessern, das sage ich jetzt nicht. Vielleicht sage ich auch nicht, dann war Oldenburg halt einfach besser. Vielen Dank für diese Aussagen. Tschüss, auf Wiedersehen. Ja.